Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Advanced Warfare. Das letzte Mal haben wir Sentinel abgeschlossen. Ihr erster Einsatz als Sentinel Agent war ein voller Erfolg. Sie haben einen Peilsender an Irons Flugzeug angebracht, das etwas namens Manticore transportiert. Das haben wir das letzte Mal geschafft. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen hier aufrüsten. Wobei ich dachte mir, ich werde eventuell sparen auf Nachladen 2, Widerstand 2 und Erkennung 2. Und vielleicht Sprinten 2. Aber das schauen wir. Wir werden jetzt erst einmal starten in die nächste Mission und ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten kleinen Filmchen. Kingpin, hier ist Sentinel 2-3. Das Verfolgungssignal ist am Ziel angebracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Visier. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio Gallegos. Wenn Irons irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen und eine kontrollierte Landung erzwingen. Koordinaten für das Luftrendezvous folgen. Verstanden. Mache sofort ein Team bereit. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Atlas direkt angreifen. Keine Arbeit im Schattenmeer. Und wie es ausschaut? Absturz Antarktis 2060. Exotyp Soldat. Ja, wir greifen in der Antarktis ein Flugzeug von Atlas an. Schön. Sentinel 2-3 im Endanflug. Verstanden, Sentinel 2-3. Primärziel ist die Fracht, alles andere ist entbehrlich. Bestätigt, Kingpin. Wir treffen uns mit Guardian 5 beim Abwurfpunkt und sichern die Fracht. Sentinel 2-3, Ende. Magnetgriff aktivieren! Alles klar, Mitchell. Landen wir diesen Vogel. Das ist cool. Das ist mal echt Hammer. Vorsicht bei den Windböen! Mit dem Magnetgriff stabilisieren! Ja, okay. Jetzt robben wir hier über das Flugzeug, während es fliegt. Das ist ziemlich cool. Und nicht zu sagen außergewöhnlich. Zeichen aktivieren! Los! 10 Sekunden! Raus aus dem Sprengradius! Das Flugzeug kickt! Absturz, oder? Das war echt knapp! Kingpin, Fallschirme eingesetzt! Fracht im Schlepp! Unterwegs zum Abwurfpunkt! Verstanden, Sentinel 1. Guardian 5 ist am Boden und wartet auf Anweisung. Signal empfangen, Sentinel 2-3. Drohnenleitung ist auf den Abwurfpunkt anvisiert. Kingpin, irgendeine Reaktion von Atlas? Wir verfolgen Ihre Orbitalplattform. Bisher keine Aktivität. Bitte Update. Ich sehe fast nichts. Darwin-Gletscher, Antarktis. Sprenge jetzt das Schott. Was haben wir da? Das Extraktionsteam hat das Schott gesprengt und sichert die Fracht. Achtung, alle Einheiten. Eine Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Da! Transportkapseln. Sentinel 2! Die Fracht sofort bei Guardian. Glücklich sind sie. Muss man ihnen lassen. Ja. Ursprung. Okay, können wir auch wieder machen. Was? Was heißt Feuer noch Verbündete? Weil ich da jetzt gegen den Typen gesprungen bin, ist das ein Feuer auf feindliche, auf verbündete Truppen. Nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst. Was haben wir da? Das Extraktionsteam hat das Schott gesprengt und sichert die Fracht. Achtung, alle Einheiten. Eine Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Da! Transportkapsel. Sentinel 2! Die Fracht sofort bei Guardian 5 einladen. Pünktlich sind sie. Muss man ihnen lassen. Ja, das scheint wohl wirklich der Fall zu sein. Gut, jetzt werde ich nicht springen.
So. Was? Nein, nein, verdammt. Boah, Gott sei Dank. Was? Das hatte ich nicht getroffen. Da hinten. Ja, unsere ehemaligen Brüder knallen wir hier ab, aber... Momentan denken wir halt, das wäre das Gute. Bin ich mir auch nicht so sicher. Langsam bin ich da echt skeptisch, ob die... Schwere Verluste. Sentinel 2 schafft es nicht. Sogar den 5 durchbrechen. Ob die Sentinels auch nicht so gut sind, wie sie sagen. Wir müssen die Fracht holen. Was? Moment, da hoch. So. Nein, verdammt. Wollte da oben. Nein, verdammt. Nein, der verdammte ist ein Freund. Ha, ich hasse das, wenn die sich so ähneln. Oh, shit. Warngranate. Okay, das sind ganz schön viele. Das Problem ist, in dem Sichtmodus sehe ich fast nicht, ob sie hinter irgendwas verborgen sind oder... Oder ob sie frei herumstehen. Aber das ist mal eine ganz andere Kampfumgebung, gefällt mir. Er lebt nicht mehr, gut. Da oben ist noch einer. Negativ Guardian 5, pack deinen verdammten Hintern. Wir laden die Fracht ein. Schieben? Gut. Hinter feindlichen Linien oder was? Guardian 5, wir haben die Fracht. Durchhalten. Schieben. Go. Und gut ist. Guardian 5, Fracht gesichert. Die Deckung gehen und Feuer von Guardian 5 ablächeln. Panzer, kommt die Straße runter. Oh. Verdammt. Kontaktkörner. Ich dachte gerade, mit uns wäre es aus. Geht es allen gut? Oh, alles bestens. Alles bestens? Echt? Denke ich nicht. Ein Weg zur Fracht. Hier scheint eine Öffnung zu sein. Also dann brechen wir auf. Wir sind jetzt hier im Eis, unter dem Eis, unter der Eisschicht. Hier unten werden keine Feinde sein, oder? Anzugssysteme kommen kaum noch mit. Es muss schweinekalt sein. Nur Eis. Alles sicher. Weiter scannen. Ja, wenn uns die Atlas-Truppen hier unten suchen, da wären sie schon sehr verzweifelt. Sie sind verzweifelt. Nein, Sir. Es gab keine Hinweise auf die fehlende Zentralagentur. Negativ. Sie zerlegen jetzt die Rohre. Die Gruppe rechts rückt ab. Kümmern wir uns um den Rest und folgen dann den anderen.
Signalstärke wird schlechter, je tiefer wir gehen. Ilona, du hast unten rechts. Ich nehme den linken. Mitchell, du erledigst die beiden oben. Schießt du zuerst, Mitchell. Oh, auch ohne Schalldämpfer kann man kämpfen im Versteckten. Oh, das war jetzt echt knapp. Das war jetzt scheiße. Woher kommen die denn? Das, Moment, da ist ein Aufstieg. Wollt ihr nicht vorgehen? Verdammt. Das war mir so klar. Ja. Nein. Ja, ich versuche es. Komm. Leg ihn ab. Nein. Verdammt. Ich sage nur verdammt. Versuchen, dem Wasser hier entlang zu folgen. Sieht nicht aus, als hätten wir eine Wahl. Ich gehe vor. Mitchell hinter mir. Ilona, Rücken frei halten. Okay. Was mir übrigens gesagt wurde, ich soll doch mal die Stimmen ein bisschen lauter stellen. Tja, Call of Duty Advanced Warfare bietet keine Möglichkeit der Soundeinstellung. Moment, wir können uns da irgendwie hochkraxeln, oder? Behaltet eure Temperaturanzeige im Blick. Machen wir. Hä? Wo lang? Das Wasser steigt an, wir müssen raus. Da vorne nichts hin. Wir müssen tauchen. Okay. Oh, ja, okay. Das ist natürlich eine Option. Oh. Ist das... Ja, gut, ich bleibe unten. Ja, ja. Auch wenn er mich nicht hören kann. Ja. Ja, komm, hoch da. Jetzt ist keine Zeit für irgendeinen Unsinn, Mitchell. Weiter vorrücken. Na, verdammt. Hey, da hinten ist keiner. Macht sie fertig. Ja. Los, zeig dich. Haha, das war gut. Verdammt, man kann die so schwer von den Toten unterscheiden, die Lebenden. Nein, das ist einer von uns. Verdammt, Ilona, renn nicht vor. Das muss schnell gehen. So schnell? Von wo? Da. Oh ne, Ilona. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Die ist voll in die Granate reingesprungen.
und lebt noch. Wir haben scheiß Granaten irgendwie. Moment, ich bin am Überlegen, ob wir hier oben rüber gehen sollen. Ist vielleicht nicht die gute Idee. Komm. Komm. Stirb da oben. Sterbt da oben auch. Gut. Alter. Wir dürfen Buchsprünge machen. Wobei, Atlas hat das ja wahrscheinlich entwickelt. Diese Boost-Dinger. Oh yeah. Guardian 5, hier Sentinel 2-3. Verstanden? Sentinel 2-3, wo zum Teufel seid ihr? Kontakt voraus! Drohnen nähern sich! Fordern sofort die Extraktion an. Kommando antwortet. Den EMP feuern, Mitchell! Sein. Na los, wir müssen weiter. Okay. Nicht abrutschen! Der Wind wird stärker. Nicht abrutschen und ich rutsch fast ab. Komm, EMP, EMP. ja. Oh. Das habe ich, glaube ich, im Trailer gesehen. Aber wir sind hoffentlich bald da. Oh ne, jetzt wieder runter. Ja, sicher. Ja. Kontakt direkt voraus. Verdammt, sie haben die Fracht. Kingpin hier, Sentinel 2-3, Guardian 5 erledigt und Atlas hat die Fracht. Sind auf Abfangkurs. Habe verstanden. Schicken Extraktionsteam zur Position. Ich gehe runter, um sie rauszulocken. Erledige die Nachzügler, Ilona. Eröffne das Feuer, wenn wir in Position sind, Ilona. Schießt du zuerst, Mitchell. Feuer eröffnen! Los! Wir brauchen die Fracht! Komm! Na los! Wir müssen verdammt! Wo? Oh, da? Ah, verdammt! Festnageln! Ich schieße! Verdammt! Komm. Ja. Achtung links. Das sind zwar alles One-Shots, aber wirklich einfach zu treffen sind... Ja, jetzt ist der mir einfach aus der Schussbahn gesprungen. Ich glaube, so ist das einfacher, weil ich sehe, wo die Wichser sind. Wobei auf die Distanz... Ich schieße. Ich glaube, der meint mich, Ilona. Ach so, die sind einfach mal unten schon. Feinde dringen von Westen aus ein. Na los, wir müssen die Fracht sichern. Verdammt, das, jetzt habe ich eine EMP-Granate geworfen. Ich wollte eine Blendgranate. Verdammt. Ach, komm schon. Jetzt. Oh. Oh, verdammt, wir müssen weg. Raus hier, sonst unterkühlen wir noch. Komm, hoch. Vertraut mir. Gideon? Atlas 1, bitte komm. Hier ist Atlas 1. Juarez und Michael sind tot. Was? Warum jetzt, Gideon? Du hättest mit uns aus Neubagdad fliehen können. Und wir wären kein bisschen klüger. Es gab einfach zu viele Fragen. Ich musste selbst Antworten finden. Eins plant einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Er hat heimlich eine biologische Massenvernichtungswaffe entwickelt. Und wir sollen dir folgen? Wenn er uns töten wollte, wären wir schon tot. Eins hat alles verraten, wofür ich einst stand. Ich will ihn genauso unter die Erde bringen wie du, aber dafür müssen wir diese Fracht erreichen. Sofort. Okay. Dann geh vor. Super, dass Gideon auf unserer Seite ist. Mitchell, Cormac, schnappt euch die Stinger und versteckt euch. Ja. Gut.
Atlas 2-1, ich bin bereit. Sentinel-Agenten sind ausgeschaltet. Roger, Gideon. Du hast Glück, wir wollten gerade ohne dich los. Ist die Fracht sicher? Ja, Sir. Sicher und heil. Visiert an, aber feuert erst auf mein Zeichen. Gideon, wir haben mehrere Wärmesignatoren. Bist du sicher, dass du da alleine bist? Schieß ihn ab! Auf geht's! Yes. Ich fordere Evakuierung an. Beeilung, Mitchell. So einen Doppel-Agenten zu haben, ist natürlich in so einer Situation sehr nützlich, aber es klappt halt nur einmal. Der Evakuierungstrupp ist da. Wir kommen zu eurer Position. Berg, los. Was immer es ist. Bring Mitchell. Was, sie konnten die Fracht nicht bergen? Ich bin gesprungen. Komme, fordere Evakuierung an. Mitchell, zu mir. Beeilung, Mitchell. Ja. Schnell, hier bricht gleich alles zusammen. Ja, ich laufe. Der Evakuierungstrupp ist da. Wir kommen zu eurer Position. Spring, Mitchell. Ja. Kingpin, die Fracht ist gesichert. Wir haben einen Gast aufgesammelt. Bring ihn zur Nachbesprechung. Comic, Ende. Der Zerstörer kehrt zurück. Abgeschlossen, Absturz. Sie haben die Manticore-Fracht dank der überraschenden Hilfe von Gideon geborgen. Er hat die Seiten gewechselt und verfügt über wichtige Informationen, die ihnen im Kampf gegen Atlas helfen können. Ja, das will ich mal hoffen. Wir haben allerdings keinen Verbesserungspunkt bekommen. Schade. Aber gut. Uns hätten 86 Abschüsse gefehlt. Ach, verdammt. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Advanced Warfare. Bis dahin, tschüss Leute.